Kollegas, Kollegas from FIB, please holen Sie mich mit, ja? Danke. Bitte aussteigen. Ich bin Kollege. Herr Goldini. Herr Goldini. Super, Herr Byers. Sehr schön. Fahren Sie mich bitte jetzt einfach weg. Oh. Seit einem Tag. Wissen Sie was? Fühlen Sie sich selber. Tja, was machen wir jetzt? Mal ein bisschen Ghetto-Streife fahren? So Ghetto-Streife ohne Streife? Weil offiziell bin ich ja nicht mehr im FIB. Das heißt, ich könnte einfach nur durch die Hood fahren. Ah, es gibt tatsächlich eine neue Familie. Die machen richtig viel Ärger. Und gestern Abend im Stream haben die mich auch ein bisschen abgefuckt. Und dann dachte ich mir so, hey, den müssen wir im Besuch abstatten. Die sind schlimmer als die Ballers. Wesentlich schlimmer als die Ballers. Ich will nur mal gucken fahren, ob die jetzt auch wirklich da stehen. Ob die vorm Haus sich sammeln, so wie in jedem anderen Ghetto auch. Junge, diese Mietautos sind ja behindert schnell. Was ist das? Oha. Ah! Ich wollte ihm sogar extra noch ausweichen, Junge. Ziemlich genau hier sollen die sein. Ja, diese hellblauen Wagen sind das. Hallo? Entschuldigung? Hallo, der Herr, was ist los? Sie haben gestern Abend eine Massenschießerei veranstaltet, ne? Unten. Warum? Am Strand. Ja, wie geht's Ihnen? Ja, daran erinnere ich mich noch ziemlich gut. Alter, schlimmer, Alter, schlimmer. Und deswegen muss ich Sie jetzt bestrafen, es tut mir leid. Hör auf, bitte. Ich... Haben Sie eine Heavy Sniper dabei, die Sie gestern Abend auch nicht verlieren wollten? Deswegen haben Sie sich ausgelockt, ne? Die haben sich nämlich gestern Abend ausgelockt, damit die Heavy Sniper nicht verlieren, weil wir mit dem FIB da waren und Zugriff gemacht haben und die umgebracht haben, dann haben die sich halt einfach ausgelockt. Tja, dafür werden sie jetzt bestraft. Da hat er den Kumpel gerufen über den D-Funk. Ich tue jetzt so, als würde ich wegfahren. Dann drehe ich. Und dann kommen wir mit voll Karacho hier wieder ran. Moinsen. How's it going, homie? Living the ghetto life. Das ist die Bestrafung für gestern Abend. Was ist mit dir? Hallo, Herr Winkler. Nico, was machst du hier? Ich hab mit Föhn gerechnet, aber bitte holen Sie die nicht hoch, bitte nicht. Bitte warum? Nicht. Das sind Schwerverbrecher. Nein, das sind Schwerverbrecher. Das sind Schwerverbrecher. Also, wenn solange ich nicht bedroht werde, hole ich eigentlich. Gucken Sie, ich bin FIBler. Sehen Sie meine Weste. Sehen Sie meine Weste. Hier wird niemand hochgeholt. Doch. Hauen Sie ab. Na los, laufen Sie weg. Hallo, nein, nicht. Nein, nicht. Nicht hochholen. Sie sollen die nicht hochholen, hören Sie bitte auf. Unterbrechen Sie das. Unterbrechen Sie das Vorhaben. Ich bin Sunny und ich werde jeden hochholen. Oh, verdammt nochmal, warum macht er sowas? Ey, Sie hätten es lassen sollen. Wirklich. Es tut mir schrecklich leid. Lassen Sie sich das eine Lehre sein. Und nächstes Mal keine Massenschießerei am Strand und auch kein Ausloggen, um die Heavy Sniper nicht zu verlieren, ja? Wer auch immer das von euch war gestern Abend, ne? Ich merk's mir. Ich weiß, wo ihr wohnt. Ich komm wieder und wieder. Ah, Nico, aber ich muss dich jetzt eigentlich loswerden, ne? Tut mir leid. Tschüss. Nein. Mein Game ist crashed. Na super. Hi. Welchen Rang möchtest du? Geht 14? Danke. Ich danke dir. Hallo, hallo. Herr Winkler ist wieder im Dienst. Hallo, Funkcheck. Hallo. So, ein silberner Sportwagen am Konvoi. Restlichen Fahrzeuge lassen uns wieder zum Konvoi ausschließen. Der Taser-Rack ist jetzt am Abladepunkt. Wo ist der Konvoi aktuell? Aufladepunkt. Hallo, mein Schatz. Oh, Frau Lowman. Sind Sie befreundet? Monster, verfolgt mal bitte den Taser-Rack. Ja, überhaupt nicht. Ja. Hallo, Herr Winkler. Bitte ganz kurz, alleine lassen. Natürlich doch. Für dich doch immer, mein Schatzi. Mua, mua. Danke, danke. So, was für ein Konvoi? Von welchem fucking Konvoi reden die? Hier geht irgendwas ab, wovon ich nichts weiß. Das ist scheiße. Kollegen, welcher Konvoi? Ich möchte zur Unterstützung kommen. Aufladepunkt. Wo ist der Aufladepunkt? Aleto Bay. Aleto Bay. Das ist am Arsch der Welt. Tut das Not, dass hier so ein Funk reingesprayt wird? Rechts ranfahren. Hallo. Rechts ranfahren. Sie sind Teil einer polizeilichen Maßnahme. Hallo, Sie sind Teil einer polizeilichen Maßnahme. Sie müssen aussteigen. Und zwar sofort. Steigen Sie jetzt aus. Hände hoch. Was soll das? Warum fahren Sie so? Kann ich mich bei Ihnen entschuldigen? Ja, wenn Sie mir verraten, warum Sie so scheiße aussehen. Ey, tut mir leid, okay. Sagen Sie, tut mir leid, dass ich scheiße aussehe. Tut mir leid, dass ich scheiße aussehe. Und stinke. Hey, nicht weiterfahren! Aussteigen! Steigen Sie aus! Hat hier irgendjemand Interesse, mit mir die Highway Patrol zu bilden? Ey, ich glaube, du kannst die ganz gut allein machen, mein Süßen, mit dem LMG in der Hand. Ne, die Highway Patrol. Gib dir noch ein bisschen Zeit, dann komme ich dazu. Ich brauche einen Kollegen. Winkler, fahr mal bitte weiter. Sag mal, führt ihr hier alle private Gespräche? Was ist denn los mit euch? Ja, Winkler, tun wir jetzt. Fahr mal bitte weiter.
Winkler, weiterfahren. Hallo. Ja, was gibt's? Ich suche noch einen Mitfahrer für die Highway Patrol. Oder auch zwei. Wenn Sie Interesse haben, einsteigen. Die Streife ist nicht besetzt. Herr Winkler, mein Süßen. Ja. Ja, wir haben gleiche Ausstellung, ne? Also ich möchte nicht, dass du jetzt einen Agenten von uns, ne, zerrapp, ne? Du weißt schon, was ich meine. Ich klau doch hier niemanden, hä? Mein Süßen. Ach nee, jetzt komm. Herr Winkler. Entschuldigung. Nehmen Sie die Handschellen ab. Ja, Sie wollten Herr doch Winkler, mit mir mitfahren. Negativ, ich wollte nicht doch mit Ihnen mitfahren. Sie hatten gesagt, Sie haben voll Bock darauf. Ja, wunderbar, Herr Winkler. Nimmst du einmal die Handschellen wieder ab. Sie haben gesagt, Sie wollen mitfahren. Doch, ich helfe Ihnen. Gar kein Problem. Negativ. Alex, wir können uns doch duzen. Wir sind doch jetzt schon langjährige Kollegen. Ja, richtig. Wo wollen Sie mit mir hin, ne, mein Süßen? Highway Patrol, habe ich doch gesagt. Oh, wunderbar, ja, perfekt. Dann müssen Sie einmal die Handschellen abnehmen, weil sonst kann ich Sie auch nicht beschützen. Nein, es sollte doch nichts passieren. Sie haben doch Zeit bis halb, ne, habe ich eben herausgefunden. Ja, richtig. Das passt. Das ist doch super. Sie wissen gar nicht, wie viel Spaß Ihnen entgeht. Also ich auch glaube, mitwirken. Den Spaß möchte ich jetzt nicht so. Doch. Herr Winkler. Ich bin nicht in Arbeitsuniform. Oh nein, wir müssen nochmal zurückfahren. Ja, wunderbar. Verdammt. Sie haben Glück. Ich park mal hier, damit du nicht nach Hilfe schreien kannst. Micha Goldini, mein bester Freund, wie geht's uns heute? Und Disziplin. Hilfe! Jetzt kommst du zurück, Digga. Was los? Ja, alles gut, man sieht. Hast du schon nach Hilfe geschrien? Natürlich, Mann. Wir verbringen jetzt einen schönen Nachmittag. Oder auch Abend. Oh, wunderbar. Ich habe ja keine Wahl, ne? Nicht wirklich. Du müsstest mitwirken. Bist du in Dienstuniform? Ja, bist du. Dann einmal Nagelbänder gleich mit mir aufstellen. Wo ist der Konvoi? Es ist doch genau hier. Hier? Ja, ich glaube, der Konvoi wurde überfallen, mein Süßen. Ist der Goldini? Der Goldini? Der Goldini? Ist es der Goldini? Willst du einen Goldini mitnehmen? Ich tausche ihn aus, komm. Micha Goldini. Goldini! Hilf mir! Goldini! Hilf mir! Goldini! Ich hab dich gesucht! Mach einen globalen! Mein bester Freund! Ich hab dich gesucht, die ganze Zeit schon. Wo bist du? Goldini, stopp! Ich bin in Handschellen, bitte helft mir, wunderbar. Was soll das? Warum machst du so? Bitte helft mir, ich bin in Gefahr, Mann. Wunderbar. Also fahr nicht ins Ghetto rein, ne? So, jetzt gucken wir uns den Spaß an. Da kommen sie und... Oh, Reifenplatzer. Wunderbar. Oh, noch mehr Reifenplatzer. Oh. Au, alles Reifenplatzer. Oh Gott. Oh nein. Hab ich hier gerade den ganzen Konvoi aufgehalten. Guck dir das mal an. Herr Winkler, das ist nicht gut. Ich habe sowas noch nie gemacht. Was ist passiert? Bleiben Sie mal bitte stehen. Was ist denn passiert? Ich brauche Hilfe. Ich werde bedroht. Das ist eine Lüge. Keiner wird hier bedroht. Goldini, bitte einmal globalen machen. Herzog, jetzt halten Sie den Mund. Der will mich aus dem Auto ziehen. Nö, ich mag das nicht. Wer hat denn hier die Scheiße veranstaltet? Wer war denn das? Oh, jetzt geht's weiter mit geplatzten Reifen. Wohin fahren Sie? Wo fahren Sie hin? Ja, wahrscheinlich zum FIB, ne? Aber hier geht's geradeaus weiter. Oh! Wo fahren die denn her? Hier oben rechts wahrscheinlich gleich, ne? Richtig, ja. Ah! Hören Sie doch auf! Sie tun uns allen weh! Ah, Vorsicht! Ja, wo sind die? Die kommen ja gar nicht nach. Die haben uns verarscht. Ja, die müssen erstmal ihre platten Reifen reparieren, die du kaputt gemacht hast. Oh ja, stimmt. Hier sind sie am Stehen. Oh weia. Wer macht denn sowas? Ui. Fahren Sie bitte einfach weiter, ja? Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Oh nein, ich habe meine Reifen kaputt gefahren. Och nee. Hol ihn raus. Ich bin in Gefahr, Mann. Digga, du kannst... Danke. Wir müssen mal kurz Fahrzeug tauschen. Tauschen hier gar nichts, Winkler. Herr Goldini, lassen Sie das. Lass dich nicht. Hallo, bleiben Sie mal stehen hier. Sorry, ich musste gerade Fahrzeug tauschen. Nee, das wird nicht getauscht. Also das sind eingetragene Fahrzeuge hier. Moment, ich entferne hier meine... Sie können weiterfahren. Es handelt sich nicht mal um eine Blockade. Sie können nun weiterfahren. Steigen Sie ein, Herr Gray. Hier ist Spaßmobil. Wo fährt denn der Konvoi eigentlich hin? Der fährt, glaube ich, jetzt zum PD. Zum PD? Weil wir haben schon auch das PD beladen. Garage? FAB Garage? Geladen, ja. Aber du kannst vielleicht ein Nagelband legen, wenn wir zurückkommen. Wie? Die haben doch schon aufgeladen und jetzt wieder abgeladen. Die machen das doch nicht nochmal. Doch. Das sind mehrere Fahrten, die jetzt machen. Oha. Die fahren jetzt wieder zum Aufladepunkt nach Paleto hoch. Ach du heilige Scheiße, was ist das denn? Wenn schon keine Gangs kommen, ein bisschen Spaß muss sein. Oh mein Gott, schauen Sie sich das an, die umfahren das. Marc, einsteigen, schnell. Anhalten, nur das knallt. Wir müssen schneller sein als der Konvoi. Hallo, Kollegen, wie geht's? Noch ein Stück. So, schalt jetzt an, du nimmst die rechte Spur, ich die linke. Ziemlich mittig platzieren, okay? Okay. Schnell, hier in etwa. Schnell wieder einsteigen. Nein, ich kann nicht einsteigen. Ich kann auch nicht einsteigen. Nein.
Ich glaube, die ahnen das. Stehen bleiben, stopp, 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 Nagelbänder wurden passiert. Hat einer die IP von dem Typen? Was ist passiert? Brauchen wir nicht, ich hab schon angefordert, interessiert aber keinen. Was ist passiert? Meine Räder sind leider platt. Sehen wir noch irgendwelchen Fahrzeug? Ich hab Rapkits, ich. Um Gottes Willen! Massencrash, das kann doch nicht sein. Haben sie eigentlich ihren Reifendruck überprüft, bevor sie losgefahren sind? Ich möchte, dass Herr Winkler sofort vom Dienst suspendiert wird. Das ist ein Durcheinander hier. Wer möchte mich vom Dienst suspendieren? Waren Sie das? Ja, aber der fährt selber und legt andauernd den Nagelbänder. Oh mein Gott, Sie verraten mich, das geht nicht. Herr Thompson, das ist jetzt aber nicht nett. Das ist nicht gut, was Sie hier machen, Herr Thompson. Warum ist das nicht gut? Warum snitchen Sie? Sie fahren hier schon mit als Beifahrer und dann sowas. Ja, und wir können uns das nachher im Tower wieder anhören. Ich muss jetzt leider hier, noch ein Stück. Also Winkler, ich glaube, das PD ist was Besseres für Sie. Ja, das PD, das habe ich ja schon leider sehr lange belästigt. So, Sie können jetzt laufen. Sie finden es auch lustig, geben Sie es zu. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auf jeden Fall lustig. Oh! Meinst du, die sind schon wieder los? Sicher. Nee, da stehen sie noch. Überprüfen Sie bitte den Reifendruck. Reifendruck überprüfen. Reifendruck überprüfen. Ich bin Sam. Reifendruck überprüfen. Reifendruck nicht vergessen. Reifendruck. Schauen Sie, dass Sie 3 Bar haben auf allen 4 Reifen. Naja, 3 Bar ist ein bisschen viel. R2. Da unter den Schildern geht's weiter. Du rechts, ich links. Schnell, weg hier. Rein. Oh. Wir stellen uns hier in den Busch, ja. Wir haben damit gar nichts. Oh, da kommt der Nächste. Aber die fahren auch so schnell, ne? Ja, die warnen die doch jetzt vor. Da, guck, Scheiße. Die stehen schon. Nee. Oh, jetzt kommt er. Oh Gott, haben sie ihren Reifendruck überprüft? Sag mal, waren Sie das oder was? Nee, aber wir sind auch hier gerade geschlittert. Wir haben gerade repariert. Ja, das glaube ich hier nicht. Doch, glauben Sie mir. Ich würde niemals lügen. Nein, das glaube ich hier nicht. Nein. Das ist wirklich so, doch. Aber komischerweise, jedes Mal, wenn das Fahrzeug vorne ist, steht immer ein Nagelband. Das ist schon komisch, ne? Ja, haben wir auch gemerkt. Aber vor uns sind ja auch noch Officer. Also vielleicht fragen Sie die vom PD. Ja, nee. Alles gut. Nächstes Mal bitte einfach mal drauf achten und... Falls ihr welche seht, dann bitte aufmerksam machen. Wir werden auf jeden Fall durchfunken. Wir sind im Funk. Mhm. Jo, wir helfen. Alles gut, ich danke euch. Schnell hier wegfahren, schnell weg. Ist schon assi, ne? Wir können vielleicht bei der Kurve noch welche platzieren. Ja. Da fallen die sicher runter. Da fahren halt immer welche vor, die funken. Das ist das Problem jetzt. Du nimmst hier, ich nehm hier. Das ist schon hardcore asozial, ey. Wir sind so Assis, ne? Wir fahren jetzt mal mit, damit die nicht denken, wir sind wieder vorgefahren und machen Scheiße. Fahren wir jetzt einfach mit. Moin! Guck mal, wie er sucht. Guck ihn dir mal an. Guck, wie er sucht. Der wird so safe jetzt gleich snitchen, ganz sicher. Hallo, Herr Kollege. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ist alles okay? Ja, ich guck mal, was Sie hier die ganze Zeit machen. Was suchen Sie denn hier? Wir haben schon aufgehört. Ist alles super. Machen Sie sich keine Sorgen. Ihnen kann man nicht so vertrauen. Dankeschön. Bitte. Ja, okay, komm, kannst entfernen, ist gut. Reicht auch schon wieder. Ich habe aber noch einen Trumpf im Ärmel. Moment, ich habe gerade eine Anfrage gestellt. Hallo. Moin. Kannst du uns denn hier... Ein Phantom. Ja, jetzt geht's los. Oh Gott. Der ist richtig schnell. Da suchen sie nach Nagelbändern. Jetzt funkt er durch. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Kann man ja abbiegen. Achtung, Nagelbänder! Abbruch, sofortiger Abbruch, wir bleiben hier stehen. Prüfen Sie Ihren Reifen, hallo! Von mir aus scheppern wir die auch weg. Negativ werden wir nicht. Reifendruck, prüfen Sie Ihren Reifen, Feuer einstellen. Nein, Feuer einstellen. Nein, nicht schießen, bitte lass. Reifendruck! Cisco, ich bin Sub. Okay, cool. Sie wollten doch immer einen Tag am Strand, oder? Einen Tag am Strand. Stopp. Einmal Strand. Könnten Sie das vielleicht hinterlassen? Okay, das war's für heute. Tschüss. Ist okay. Ich gehe. Ja, ich gehe. Alles gut. Tschüss. Ey, Cisco, ich bin Sub auf Twitch, ne? Das ist cool. Ich lasse euch jetzt in Ruhe. Ihr könnt ruhig gehen. Ey, ich liebe dich. Komm. Nee, was machen Sie hier? Ihr könnt weitermachen. Nein, alles gut. Die haben aufgegeben. Ich gebe gerade meinen Job auf, den ich ja 3 Wochen aufgehört habe.